Also nicht viel Personal, auf das Michael Roth hier heute zugreifen kann. Waldschott fehlt, also Adrian Kamloth hat sich an der Hand verletzt. Dann fehlen natürlich auch noch so Personalien wie Finn Ullenweber, Florian Eisenträger, Stefan Salger. All off. Und es ist die erste Zwei-Tore-Führung für den VfL. Ja, eigentlich gut gespielt. Aber Elias bleibt, scheitert da am Torhüter. Matlow. Deswegen jetzt Abwehr beginnt auf jeden Fall auch schon im Angriff, dass man bis auf den Punkt zu Ende spielt, so wie jetzt stark abgeräumt über den Außen. Ja, Moritz Flink, Nachpause. Ja, völlig richtig. Ja, wollen wir es mal nicht hoffen, aber auf jeden Fall starker Wurf gerade eben von Moritz und jetzt geht es auch schon wieder direkt ins Tempo über ihn. Und nochmal ja. Lauter! Stark. Dann gibt es natürlich zur nächsten Saison so einen kleinen Umbruch, man kann die Mannschaft neu aufstellen und wieder angreifen. Geht jetzt daran, wieder so eine bewegliche Abwehr hinzustellen und der Ball, ja, der ist im Aus. Schade, dann zu beschreiten, die haben wir ungern angenommen. So habe ich das. Oh. Und dann. Ah. Ja, umso motivierter in der eigenen Halle. Das Ding. Oh, starker Wurf von Marco. 20 zu Bernie Ekstase. Ganz stark gemacht von Marvin. Und nochmal Orloff. Scheitert an Minerva. Und auch den Ball hat Lasse Ludwig. Passivzeichen da. Eieieiei, sie mit Schütter ordentlich bearbeitet. Und die Schiedsrichter besprechen sich. Das ist kein gutes Zeichen und es gibt die rote Karte für Florian Mohr. Und dann der Ballverlust. Novak. Aufs leere Tor. Spiel aber der Ball dann von Josef Kreis aufgenommen und. Ah. Ja, heute viel. Nils Fuhrmann 100%, Karl Rosner 100%, Moritz Sauter 4 von 5. Ja. Und der Ball von Lars Roller geht auch rein. Geht selber durch. Boah, ey. Mit seinem Schlagwurf. Und nochmal, diesmal Pavlian Zverjan. Ich glaube, bei dem Spielstand wieder Moritz Sauter. Starker Schlagwurf, wirklich typisch. Und nochmal über außen, über den Link. Das hat vorhin auch schon Qualität, aber bei der Leistung heute. Es läuft gerade alles für den VfL Potsdam. Und jetzt das nächste Tor. Nochmal Ole Schramm. Morella. 27. Treffer für die Gäste. Ferjan zeigt an und dann